Herzlich willkommen im Rudimax. Ich bin der Olaf von Kino im Wohnzimmer und wir sind mal wieder unterwegs und schauen uns richtig coole Heimkinos an. Und dieses jetzt ist wirklich ein ganz, ganz besonderes, also dranbleiben. Die heutige Frage der Woche war auf Facebook und sie kommt von Christian Sven. Kann man den Beamer nicht am Abend im Kinomodus betreiben, sodass er nicht die volle Leuchtkraft hat? Die Frage bezieht sich auf den UHZ 4000 von Optoma. Ist auch eine sehr gute Frage, wie ich finde. Also zum einen muss man wissen, der UHZ 4000, wenn man den im Kinomodus versetzt, hat ja nicht mehr diese volle Leuchtkraft von 5500 Lumen. Er liegt dann irgendwo bei weit unter 3000 Lumen, weil er dann ja mit korrekten Farben arbeitet. Also der ist von Natur aus dann nicht mehr so hell. Deswegen die Antwort erstmal ja, das ist erstmal korrekt. Allerdings, er kann ja nicht das allerbeste Schwarz. Da gibt es ja Projektoren, die können das besser. Heißt, Kontrast bildet sich ja immer aus der Helligkeit, die bei ihm ja sehr, sehr gut ist, aber auch aus dem Schwarzwert und der ist bei ihm nicht so sehr gut. Seine volle Intensität erreicht er eigentlich auf so einer Kontrastleinwand. Und deswegen, man kann es machen, aber meine Empfehlung, die Kombination Kontrastleinwand mit diesem Projektor, absolute Empfehlung von mir, in so einem dunklen Kinoraum auf weißer Leinwand, naja. Hereinspaziert ins Rudimax. Wir schauen uns heute ein Heimkino an, an dem wir mitwirken durften. Und das ist ein Heimkino, so wie ich es mir vorstelle. Also nicht eine dunkle, moltonbezogene Kellerhöhle, sondern ein richtig schöner Raum, der ja richtig mit Leben gefüllt ist und wo die ganze Familie Spaß hat. Oder auch manchmal nur Männer. Egal wie. Ja, und das schauen wir uns jetzt alles an. Wir durften hier mitwirken, also wir haben den Raum mitgebaut. Die ganze Deko hat natürlich der Kunde selbst gemacht, aber wir haben die ganze Technik eingebaut und was wir hier gemacht haben, genau das schauen wir uns jetzt an. Wir wurden erstmal heute direkt begrüßt mit ein paar Stücken Kuchen auf dem Tisch und einem Cappuccino. Also so fing der Tag heute schon mal an. Wir wollen uns jetzt mal das ganze Kino angucken und was hier alles gemacht wurde. Also los ging es mit einem leeren Raum, der eigentlich gar kein Raum war, sondern das war eigentlich die Garage des Hauses. Auf der Seite war doch tatsächlich ein großes Tor drin. Als ich das erste Mal hier war, war das Tor allerdings schon zugemauert und hier waren schon zwei Fenster eingebaut. Aber man hat noch gesehen, dass es ja ursprünglich mal die Garage war. Garage wird überbewertet, jetzt sollte die Männerhöhle hier entstehen. Und genau das ist es geworden. Ja, was haben wir hier eigentlich gemacht? Also Nummer eins, das große Bild. Das stand natürlich im Vordergrund. Das war erstmal das Allerwichtigste, was geplant war. Andererseits sollte es auch ein Multifunktionsraum werden. Es sollte nicht ein blankes Kino werden und ja, wir mussten am Ende zwar ein paar kleine Kompromisse machen, aber die haben natürlich alle nachher ganz gut reingepasst. Die allererste Idee war tatsächlich, hier ein großes Billardtisch aufzustellen und daneben ein Heimkino zu machen und das mit einem Vorhang zu trennen. Naja, nach ein bisschen Planung und ein bisschen Überlegen sind wir da alle gemeinsam schnell drauf gekommen, das wird wohl doch ein bisschen zu eng werden. Also wir müssen da ein bisschen abspecken. Der Billardtisch ist es am Ende dann doch nicht geworden. Auch den Vorhang haben wir am Ende weggelassen, einfach um das Kino nicht zu sehr einzuengen. Und na klar, es ist nicht komplett symmetrisch, aber es ist halt ein Multifunktionsraum. Los geht's aber beim Kino. Wir haben, wie gesagt, auf der Vorderseite das große Bild. Wir haben das Ganze mit einer Baffle-Wall realisiert, natürlich um die Raumakustik etwas hinzubekommen. Wir wollten halt hier da vorne keine Lautsprecher zu sehen haben. Das heißt, das ist eine 3 Meter akustisch transparente 16:9 Leinwand geworden, wo die Lautsprecher alle direkt dahinter sitzen. Lautsprecher, wir haben hier natürlich ein vollwertiges 5.2.4 System drin. Also 3D-Ton, wie in jedem Kino Pflicht, ist natürlich auch hier passiert. Wir haben 6 Sitzplätze, kann ich rechnen? Nee, wir haben sogar 7 Sitzplätze, wenn ich zählen. Ja, zählen kann ich auch nicht so gut. Wir haben 7 Sitzplätze, wobei man dazu sagen muss, der mittlere ist noch nicht der finale Sitzplatz, da soll noch ein Chefsessel sozusagen hin, der ist noch bestellt, der ist leider noch nicht da heute zum Videotermin gewesen. Im Moment steht hier noch so ein einfacher Hocker. Die seitlichen Sitze, rechts und links des späteren Chefsessels, sind tatsächlich liegen. Man kann diese ausklappen und zum Gästebett umwandeln. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, weil wenn kein Kinobetrieb ist und man hat Gäste, hat man einfach noch gleichzeitig zwei Betten hier drin. Finde ich eine super Idee, war alles so geplant, ne? Sollte ja Gästezimmer, Wohlfühlzimmer, Bar, Heimkino, Dartzimmer, alles in einem Raum sein. Und so ist es auch geworden.
Was haben wir denn noch? Eine ganz coole Sache finde ich die Fensterverkleidung. Das ist auch nicht auf unser Mist gewachsen. Das hat der Eigner wirklich sich selber ausgedacht. Also hier oben ist so eine richtig coole Metallschiene. Da laufen zwei Räder drauf und man kann die gleichzeitig, kann man diese Verdunklung hin und her schieben. Natürlich haben wir dahinter noch Rollläden, dass da noch kein Restlicht durchkommt. Und diese Elemente, die sich hier vorschieben, sind tatsächlich auch Akustikelemente. Also da ist wirklich Akustikschaum drin und die haben wirklich eine akustische Funktion. Also alles super gut durchdacht. Das Bild stellen wir mit einem Epson her, mit einem RTW 9400. Perfektes Gerät für so ein Heimkino, kann man gar nichts zu sagen. Also der hängt hier oben an der Decke, ist aber natürlich auch jederzeit austauschbar. Ist jetzt glaube ich nicht das Wichtigste, aber ist ein super cooles Gerät. Wir haben Deckenlautsprecher, 4 Stück an der Zahl, um den Referenzplatz rum angeordnet. Die sind hier in dem Fall tatsächlich in der schwarzen, ist übrigens eine echte Kinodecke. Die hat er sich wirklich von einem echten, also von so einem Hersteller, der auch echte Kinos baut, besorgt. Ich weiß nicht ganz genau, wo die her hat. Und die Lautsprecher sind tatsächlich weiß und das ist auch gewünscht. Er wollte da einfach zeigen, dass da oben Deckensound kommt. Und ich finde, das passt gut. Also kann man machen. Der Raum ist ja nicht total schwarz. Warum soll man dann immer alles schwarz pinseln? Finde ich also auch eine super gute Idee. Bass war hier sehr, sehr wichtig und gewollt. Natürlich gibt es in dem Raum nicht allzu viele Möglichkeiten, Subwoofer hinzustellen. Die sind hinter die Leinwand gewandert. Wir haben unsere Eigenbau-Subwoofer wieder genommen, also wir konnten die genau da anpassen. Dahinter ist auch noch, das ist eine Rohrleitung, sah sehr wild dahinter aus und wir mussten jetzt wirklich Subwoofer uns ausdenken, die da auch irgendwie reingepasst haben und das nötige Volumen haben. Das ist das Schöne, wenn man die selber baut, dann kann man das immer den Gegebenheiten anpassen. Haben wir hier auch gemacht und die sind richtig druckvoll. Ist ein SBA, was wir natürlich auch perfekt eingemessen haben. Was gar nicht so einfach war, wirklich eine Weile gedauert hat, weil der Raum hat irgendwie doch eine recht quadratische Form, was für den Bass jetzt nicht so ganz optimal ist. Und dann ist er ja auch so ein bisschen aus der Mitte raus. Nach 3-4 Stunden Arbeit, der André hat hier gesessen und richtig gekämpft, aber am Ende Ergebnis top. Ballert richtig und der Kunde wollte, der liebt Bass. Er liebt, wenn hier alle so ein bisschen so leicht ins Dröhnen geht und alles so vibriert, das ist so sein Wunsch gewesen. Den konnten wir auch genauso umsetzen. Ja, so viel zum Thema Ton. Also klar, die Verstärkertechnik und AV-Receiver steht hier alles schön in ein Möbel integriert. Im hinteren Bereich, so wie ich es mag, dass man es nicht sieht, wenn der Film läuft, alles nach hinten gewandert. Komplett weg sollte es nicht, wenn man reinkommt in den Raum. Kann man ja ein bisschen angeben mit seiner Technik. Dann sieht man sie natürlich. Aber während des Kinobetriebs sollte man sie weder sehen noch hören. Das war also die rechte Raumhälfte. Und die linke Raumhälfte, wenn man kein Kino guckt oder vor dem Kinobesuch oder nach dem Kinobesuch, das ist dann der Wohlfühlraum oder Entspannungsraum, oder wie man es immer nennen will, oder wir nennen es einfach Bar in dem Kino Rudimax. Übrigens der Name Rudimax, der ist wohl abgeleitet vom Namen des Kunden. Ich vermute mal, das hängt so ein bisschen mit seinem Spitznamen zusammen. Mehr will ich jetzt hier gar nicht erzählen, aber es ist ein super cooler Name und er hat den wirklich in jeder Ecke versteckt, diesen Namen. Also selbst wenn man hier diese super coolen Filmplakate sieht, da steckt überall immer der Name des Heimkinos drin. Überall ist Rudimax zu erkennen. Also er hat sich da wahnsinnig Mühe gegeben. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Bar. Hier wurden wir natürlich, wie gesagt, mit dem Kuchen empfangen. Mich natürlich immer sehr freut. Gucken wir uns mal die Bar genauer an. Das ist wirklich ein Vorderteil eines Autos, eines indischen Autos. Hier steht sogar der Name, das heißt Tata X. Habe ich noch nie gehört, aber soll wohl irgendwie ein indischer Transporter sein, aus dem diese Bar gebaut wurde. Also richtig coole Idee. Hier sind Autoscheinwerfer als Lampen. Überall ist Beleuchtung integriert. Da hinten im Hintergrund sehen wir wieder Rudimax am Spiegel. Also ja, Detailliebe bis zum geht nicht mehr, würde ich sagen. So muss für mich ein Heimkino aussehen. Wenn man nicht den Platz hat, einen extra Raum machen kann, dann muss es halt mit in den Raum rein. Aber es ist in dem Fall überhaupt kein Problem. Natürlich, der Raum ist nicht symmetrisch und er ist jetzt nicht hundertprozentig kinooptimiert. Das musste aber gar nicht sein. Es geht ja um den Spaß in diesem Raum.
Und nicht um das letzte Fünkchen Präzision und das letzte Prozentchen Kalibrierung. Darum sollte es übrigens in seinem Heimkino eigentlich nie gehen. Es soll immer darum gehen, um den Spaß in so einem Raum. Für die ganze Familie, für Kumpels, für Freunde. Wenn man hier sitzt, soll man einfach lachen. Darum geht's. Gerade in so Zeiten wie heute, wo man ja nicht mehr ins große Kino darf und wir im Moment noch nicht mal mehr essen gehen dürfen. Uns wird ja alles verboten. Was gibt's da Schöneres als ein Heimkino mit einer integrierten Bar und Gästezimmer? Falls man es von der Bar nicht mehr nach Hause schafft, fällt man dann direkt einfach hier um und bleibt auf einen dieser Sitze einfach liegen. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen gesponnen. Keine Ahnung, ob das hier wirklich passiert. Unser Ansinnen ist immer, wenn wir hier fertig sind mit so einem Raum, gemeinsam mit dem Kunden oder man hat es uns komplett überlassen, dann möchte ich eigentlich nur eins. Wenn wir hier gehen, dann möchte ich, dass da der Kunde sitzt und das Grinsen einfach nicht mehr aus dem Gesicht bekommt. Und das ist hier genau so passiert, als wir hier fertig waren. Nach dem ersten Test, das Grinsen war festgenagelt im Gesicht. Ich möchte nicht wissen an dem Abend, wie viele Filme hier noch gelaufen sind. Also so muss ein Heimkino für mich funktionieren. Das finde ich viel, viel cooler, als wenn man jetzt da aufs, ja, alles mit schwarzen Vorhängen behängt und dann einfach sagt, man hat jetzt das beste Kino der Welt, nur weil es fürchterlich teuer war. Vergesst das. Es geht um den Spaß an unserem super, super tollen Hobby. Ja, gibt es noch irgendwas zu erzählen? Klar, wir haben eine kleine Popcornmaschine, hier hinten gibt es einen Kühlschrank, hier hinten gibt es einen Haufen Getränke. Es gibt hier so viele Details, die man sehen kann. Ich glaube, ich kann die gar nicht alle im Moment erfassen. Wahrscheinlich vergesse ich auch ein paar Sachen. Also von den Filmplakaten, die ganze Raumgestaltung. Einfach alles nur cool. Und ich habe das Privileg, dass ich heute hier auch mit dem Eigner des Kinos zusammen einen Film sehen darf. Und da freue ich mich mal so richtig drauf. Ich habe allerdings nicht vor, an der Bar noch zu sitzen und hier zu übernachten, weil ich muss morgen früh wieder arbeiten, aber wer weiß. Ja, das war es eigentlich schon von der Vorstellung vom Rudi Max. Ich finde mal wieder ein richtig toll gelungenes Projekt. Schreibt doch mal bitte was in die Kommentare, ob euch solche Kinos auch gefallen oder ob ihr sagt, oh, das ist mir alles viel zu bunt, das hat ja mit Heimkino nichts zu tun. Also da würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ich, meine Meinung, absolut cooles Kino, was alles kann, was es können muss. Riesenbild, akustisch transparente Leinwand, ein richtig geiler Ton hier drinne und gleichzeitig unheimlich viel Ambiente und Deko. Ich habe ja schon öfters gesagt, ich liebe halt Kinos, die auch ein bisschen Deko haben, die ein bisschen Leben haben. Gut, genug geschwärmt. Das war's von unserem kleinen Besuch im Rudi Max. Wir gucken uns demnächst noch viele so eine ähnlichen Installationen an. Also ähnlich ist vielleicht übertrieben. Also jedes ist ja ein Unikat, an dem wir mitwirken. Ja, unser eigenes kennt ihr natürlich. Da könnt ihr natürlich auch immer mal vorbeikommen zu uns in den Laden. Und ja, ich denke, für heute reicht's. Vergesst das Abonnieren nicht. Empfehlt uns weiter. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr sehen wollt, ob euch sowas gefällt oder ob wir mehr Technikvideos machen sollen oder. Äußert euch einfach und ich freue mich auf eure Reaktionen. Die Frage an Olaf nicht vergessen, wer eine Frage hat. Ich kann natürlich nicht jede Frage, die in die Kommentare geschrieben wird, beantworten. Logisch, das wird irgendwann auch zu viel. Und unsere Kommentare sind ja jetzt keine Beratungsstudios. Also ihr schreibt da gerne was rein. Aber bitte entschuldigt, dass ich nicht schaffe, jeden Kommentar auch zu beantworten. Und da werden ja teilweise Fragen gestellt, ich soll da halbe Wohnzimmer planen in den Kommentaren. Das geht natürlich nicht. Aber die Frage an Olaf, die dürft ihr natürlich stellen. Und wir suchen immer die beste Frage aus, die wir empfinden als beste, die alle interessieren könnte. Und dann versuche ich mir doch was einfallen zu lassen. Das war's vom Besuch im Rudi Max. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Olaf aus Berlin. Bye, bye.